Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission, Hammerhill Prison. Eine relativ bekannte Mission, denke ich mal. die auch bestimmt schon einige gespielt haben. Ich zu meinen Entsetzen muss sagen, ich habe sie mir immer nur bisher angeschaut. Also über Screenshots und Beschreibungen, aber ich habe sie noch nie gespielt. Und ja, wir dürfen hier aus einem Gefängnis ausbrechen. Wie wir da reingeraten sind, das erzähle ich euch jetzt. Ist easy. Be sure and take 2000 loot before you leave, as you have not paid the rent yet. Release Basso und escape, leave through the man gate. Okay, die Sache ist, dass Basso seine Geliebte hier, die Genova, retten wollte, weil sie angegriffen wurde. Dabei musste er aber den Angreifer töten. Das hat den Hammeriten nicht so gefallen, hat ihn in den Knast geschmissen. Wir wiederum sollten natürlich Basso rausholen. Leider sind wir selbst ins Gefängnis gelandet dadurch. So, auf Hart sind es 3000 Loot und wow, okay. A master thief like you should not have to take a life to take a prize. Don't kill anyone. Ganz, ganz wichtig. You are here, so why you not pay yourself to escape this place? Take okay. Das war's schon mal wieder mit mein Redefluss. Alarms are noisy and hurt your ass. Don't set off any alarms or your mission will fail. Was, ich soll keine Alarme ausstellen? Ah ne, ich soll wahrscheinlich keinen auslösen. Und immer noch Basso befreien und natürlich selber escapen. Oh, da bin ich mal gespannt, das ist wieder eine Fluchtmission. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, just me and my compass. What were you expecting? Also lustig, das hier noch so alles hier reinzusetzen. Und da sind wir in unserer Zelle. So, wir haben hier eine Nachricht. Dear Garrett, as you know, my love is in Hammerhill Prison, being falsely accused of murder. You know what to do. He wrote his own key. Ha. That the hammers will leave, found them. Make sure he gets them back. Could you also find some different clothing in disgusting him? Just place a disgust on his bunk first. When his key ring is second and he will do the rest. Also, my close friend, Leo died in cell number 2. Please take your doll Dewdrop with you. Pretty please? I know, I can't depend on you, Jenny. Warum werden hier solche Nachrichten überhaupt hier liegen gelassen? Warte mal, ich kann die Nachricht nicht mehr wegnehmen. Nein! Was haben wir hier? As soon as I get out of cell 1, we'll find my grand treasure somewhere on Mount Arcus. Oh no, looks like the hammers are going to move me or release me. I better stretch my map quick. No one will rob me of one of the greatest finds ever. Fingers Finnigan. Warum schreibt man sowas auf? Kann ich die Nachricht liegen lassen. A spoon was crafted to eat with, but it has other uses too. Bisschen ausbrechen. So, wie sieht's denn jetzt aus mit den Objectives? Fellows, Jenny's instruction help better escape. Ist immer noch optional. Treasure, always good. Find Finnegan's map. Und einen lustigen kleinen Kompass. Oh, das war überhaupt nicht laut. Aber anscheinend hat es auch keiner gehört. Neue Aufträge. So you don't come up missing, find a place, dead ringer in your cell. Haben wir eine Karte überhaupt? Nee, wa? Wir haben eine Karte? Wir sind im Knast und haben eine Karte? Alter. From memory? Ja. Hammerhill, Main Gate. Ich blick hier gar nicht durch. Ich habe schon viele Karten gesehen, aber diese.
Ja, leck mich am Arsch. Wie springen wir hier drauf? Okay, jetzt muss ich mich erstmal an den neuen Lichtkristall gewöhnen. Oh, das ist hell. Oh Gott. Oh, da hat er eine Glücksmünze bei sich. Oh, was ist das denn? Though the sound unnerved me, I see now it was only the stones. Sitzt der hier einfach so ein bisschen komisch auf dem Bett? I did see. Deine Augen sind scharfer. Hast du das gesehen? Mann, ihr seht doch gar nichts. Verdammte Hammeriten. Okay, wenn mich einer sieht, dann wird er wahrscheinlich den Alarm auslösen. Da, man sieht den Alarm. Seht ihr das? Ich zoome mal rein. Hier. Wird wahrscheinlich Alarmknöpfe dort sein. Jetzt haben wir hier wieder Hammeriten-Bogenschützen. Ich bin immer noch skeptisch darüber, dass es Hammeriten-Bogenschützen gibt. Es waren vielleicht mal Hammeriten und ein paar Armbrustschützen mal geplant. Das kann ich mir vorstellen. Aber es waren bestimmt noch nicht... Also ich glaube nicht, dass das Canon ist. Hier ist auch nichts. Das ist die andere Zelle. Im Namen des Erbauers, was war das? Vor allem Frauen. Das, irgendwie passt das zu den Hammeriten gar nicht. Hier scheint auch nichts mehr zu sein. Die haben alle so eine komische Hammeritenbibel. So. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal hinab, oder? Oh, oh. Oh, hier ist was. I hate this place. I never true. I would end up in Hammerhill Prison. There are no pills here. Expect a few remnants of red pills. Oh well, I guess the red poison can't be all that bad. Goodbye, cruel world, Paul. Oh, hat er sich umgebracht? Komische Konstruktion, das Ganze hier. Das sieht so... Und hier unten ist auf einmal so ein Wald. Also das sieht so waldmäßig aus. Das passt auch nicht zu den Hammeriten. Die Hammeriten sind zwar nicht Mechanisten, aber auch sie... was ist denn hier? Was? 2 hours later, und was heißt Poignant? Warum schreibt man sowas auf? Hier, das ist alles so ziemlich eng hier. Oh Gott, hier ist es hell. Na gut, dann... Dann gehen wir mal hier hinten hin. Ich hoffe, er sieht mich hier nicht. Ich habe jetzt auch keine Fluchtmöglichkeit. Ich habe ja nicht keine Ausrüstung, gar nichts. Habe ich noch meinen Spoon? Ah, cool. Wir gehen mal zum... Achso, der Bogenschütze steht gerade ein bisschen blöd. Ah, der hat auch Loot bei sich. Oh, das wird schwierig. Wir müssen ja so viel Loot zusammensammeln. Bin ich mal gespannt. Das auch, ah, guck mal, die hat auch eine Armbrust. Deswegen konnte ich auch keine Pfeile ziehen. Wenn jemand hier ist, so möge er sprechen. It's for nothing. Oh, hier bin ich im Hellen. Aber hier bin ich im Dunkeln. Oh, der Dings kommt wieder. Ach, fuck. Aber wir müssen einen anderen Weg gehen. Ich würde sagen, wir holen uns noch das Loot und dann ziehen wir ab. Achso, den Loot haben wir schon. Ich habe ja nach dem Loot gespeichert. So. Oh, oh. Boah. Der geht da rein, okay. Und wieder raus. Da ist der Alarmknopf, oder? Ach, damit kann man das Licht ausstellen. Was ist das?
letter of general. Dear sweetest Jenna, Jenny, you can't realize how much I miss you. Ah, wir haben hier Bessel. Hier ist Bessel. Bessel ist in dieser Zelle. Okay. Oh Gott. Was ist das doch? Nein. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Hallo, wenn jemand will, zeigt euch, wie wir sprechen. Der kann die Tür öffnen. Aber der hat keinen Schlüssel. Die haben schon wieder diese komischen Finger, mit denen sie alle Türen öffnen können. Ob es schlau wäre, hier runter zu gehen? Vermutlich nicht. Oh, hier kann man auch das Licht. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, das ist, geht einmal im Greise. Im Greise. Nein! Ich bin runtergefallen. Extra safe. Ich kann ja hier wieder hochklettern, aber ich sehe überall Licht. Hast du was bei dir? Nein. Ah. Okay, es war doch nicht so doof, hier runter zu gehen. Alles absuchen. Such. So ein kleiner Geheimgang wäre nicht schlecht. Na gut, ein Meister wie ich braucht ja gar keine Ausrüstung. Im Grunde müssen wir nur rausfinden, wie wir ihn rauskriegen. Wow! Jetzt, ich glaube, ich habe. Normalerweise ist es immer so, dass man sich gleichzeitig erschreckt, aber in dem Fall. So, der geht wieder weg. Dann gehen wir ihm mal hinterher. Mal sehen, wo uns das hier hinführt. Bis jetzt sieht das ziemlich gut geschützt aus, das Ganze hier. Auch wenn ich die Konstruktion ein bisschen seltsam finde. Und jetzt verstehe ich das ja auch. Wir sind quasi... Also... Es gibt vier Türme. Wir haben alle Türme schon gesehen. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Und mehr ist das anscheinend auch nicht. Das Main Gate ist an einer Seite. Wahrscheinlich in der anderen Seite, wo wir jetzt gerade reingehen. Wir laufen quasi jetzt hier gerade. Was steht hier? Electrified Fences. In Tower 3. Alarmsystem ist in der Mitte. Ich denke mal, wir könnten der Elekt... Wow! Schon wieder voll erschreckt. Oh, ich sollte nicht so viel schreien. Der schreit aber auch so komisch. Oh Gott. Herzinfarkt, warte mal. Ich mach mal einen Quick Save. Seid ihr es? Also ich sehe hier nämlich keinen Ausgang. Ich würde sagen, wir sind hier am Tower 3. Da gibt's noch eins höher, seht ihr das? Aber wie kommt man da hin? Wenn jemand hier ist, so möge er sprechen. Wie komme ich da hin? Du mein Arsch. Seid ihr es? Alles ist nothing there now. Who goes? I can't spy. Nee, da komme ich niemals hoch. Ich müsste irgendwie an. Fuck. Ey, es ist. Ich muss da einen anderen Weg finden. Ohne Seilfeil ist das hier richtig schwer. Wir gehen mal hier den Typi hinterher. Ah! Das meinen sie mit Elektro. Jetzt haben wir das ganze Licht da ausgestellt.
oder? I know not what I heard, but 'tis gone. Hier ist jetzt Elektrizität auch ausgestellt. Oh shit. Und das ist wieder ein Bogenschütze. Das ist auch so ein bisschen komisch. Ein Bogenschütze, ein Armbrustschütze. Was denkt ihr denn darüber? Schreibt es in die Kommentare. Okay. Das war mal ein bisschen danach. Komm schon, komm schon. Yay. So, es ist trotzdem noch zu viel Licht. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir den Stromfeuer komplett überall ausstellen. Mal sehen, ob ich das schnell genug schaffe. Im Namen des Erbauers, was war das? Sind unheilige Kreaturen. Ah, er hat mich gesehen. Eigentlich, wenn man schnell genug macht, könnten wir es schaffen. Something approach. Ist da jemand? Was but my imaginings running over. Es waren keine Ratten, das ist gewiss. So, und jetzt ist der gesamte Strom ausgestellt. Das ist cool. Und was ist das? Da geht's höher. Das ist mir. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber. Und hier unten waren wir auch noch nicht. In diesem Abschnitt. Eigentlich müsste ich von hier aufs Dach kommen. Eine kleine Kletterpartie kann nie schaden. Dann gehen wir mal aufs Dach. Steck dir aufs Dach, Junge. Okay, warte. Okay, wir sind oben. This looks like the way in. Ah, es ist ein bisschen frustrierend, wenn man ja einmal Englisch, einmal Deutsch hat. Was, es gibt so viele Wege. Und hier ist keine Sau, das heißt, ich kann mich hier frei entfalten. Ist das der... Ist das vielleicht der Sicherheitsalarm-Kack? So, wie stell... Jetzt habe ich nur das Licht ausgestellt. Wie stelle ich jetzt das Ding hier aus? Ganz schön krasse Apparatur hier. Laut Karte sagt er ja, der Alarmsystem wäre dort in der Mitte. Ich würde sagen, das ist das hier. Das ist die Frage, haben wir den Alarm jetzt ausgestellt oder ist nur das Licht aus? Weil irgendwie brummt das für mich alles noch. Was ist denn das? Ein Kanister. Wird mit, wahrscheinlich mit irgendwelchen Erdöl oder so angetrieben. Würde ich jetzt meinen. Oh ja, guck mal, ein Ventilationsschacht. Welchen nehmen wir nur? Ich würde jetzt erstmal gerne den hier nehmen. Und schauen, was, wo wir dann landen. Auf jeden Fall sind wir dann drinne. Und Licht aus. Ah, das ist cool, dass man alles ausmachen kann. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Und hier kommen wir zu den Türmen. Dasselbe. Auch wieder eine Tür, die verschlossen ist. Also ohne Schlüssel können wir hier nicht viel machen. Kann man das Licht hier... Was steht da? Level 3. Das wird aber nicht für die Türme, wahrscheinlich nur für die Ebene gezeigt. Da geht's runter. Auch abgeschlossen. Also auch kein Weg durch. Auch ein, und hier sind die Blöcke. Du hast gar nichts gesehen. War das der Bogenschütze gesagt? Ich dachte, der Bogenschütze wäre eine Frau. Okay. Ich musste jetzt nur horchen. Ich wollte jetzt nicht... Oh Gott, ist das laut.
Ich wollte jetzt hier nicht wirklich eine Alarmbereitschaft provozieren. Inside at last. Endlich, wir sind drin. Yet another sewer overflow, I heard yesterday. The peasants who run the pumps have not the learning to understand. Ein Alarmknopf. Thinkest thou that we should take their burden? There is not strange in a pump or gear to us. And toil in the slime, thou carest little about thy brothers. Okay, die unterhalten sich und gucken sich danach. Achso, ich dachte, die gucken sich dann so ganz tief in die Augen und. Kameritenliebe. Okay. This will be useful. Was haben wir denn hier Feines? Ein bisschen Cash. Was ist denn das? Makeshift Lockpick. Okay. Naja, wenn wir nichts anderes haben gerade. Eine Säge. Ich finde es cool, dass man alles ausstellen kann. Aber die haben Schwerter. Was sind das für Samariten? Okay, das funktioniert nicht. Ich probiere mal was, ob der Alarm überhaupt funktioniert. Halte nein. Ja. Und dann ist das Ziel quasi... Don't set off alarms. Ist das Ziel natürlich verkackt. Kann ich das hier vielleicht öffnen? Rope Arrows. So, jetzt kann der Spaß richtig losgehen. Tür und Tor aus hehren Bäumen jagt den Schwindler aus den Träumen. Bevor ich wieder zurückgehe und die anderen Türen knacke, will ich natürlich erstmal diesen Bereich hier erledigen. Ist jemand gekommen? Fuck. Oh Gott, das ist ja wirklich hier sehr gut bewacht, das Ganze. Und mal gucken, wie die Wache läuft. Der läuft nicht hier hinter, oder? Oh, der läuft einmal sehr nah da hinten hin. Who made that noise? Dankeschön, mein Freund. Obwohl, du bist nicht mein Freund. Oh. Vigilance is our shield that protects us from the squalid past. Die haben schon 900. Lügner mit gespaltener Samen flüchte vor des Hammers Ruhe. Foyer geht, Key. Wir kommen weiter, Leute. Wir kommen weiter. Kann ich hier einfach reinschleichen? Was ist das? Power Room Emergency Light. Attention all personnel. Cary Grant 3 will be discharged today to let him through. You Sue shall not thump him. Just a note. Huh. Zelle 18. Ich habe keine Ahnung, welche Zelle was ist. If I could shut the power off in this place, I would stand a better chance of escaping this rock. Public access street lamps. Und eine Türe. Diese Diebesgildenmusik da. Es passt eigentlich nicht zu einem Cracklife-Gefängnis wie dem hier. Also es ist wie ein Cracklife-Gefängnis. Ach du Scheiße. Habe ich jetzt hier den Power-Generator links gefunden? West Tower, Towers Around, Main Gate Lights, West Tower, Catwalk Lights, also das sind alles Lichter nur. Das ist sowas wie eine Sicherung hier. Was ist das hier? If Alarm sounded, you shall put fuse. Okay, also mit so wenig Licht, das wir noch haben, könnte das hier könnte das kein Problem geben. Also wenn hier wirklich nur auf Elektrizität gesetzt wurde, dann haben wir so gut wie gewonnen.
Tür und Tor aus hehren Bäumen, jagt den Schwindler aus den Träumen. War das eben ein Laut? Nein, war es nicht. Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unserer Natürlich werde ich das Gamma zur gegebenen Zeit richtig hochstellen, dass ihr das auch alles seht. Okay, das Problem ist... Oh. Was klauen wir denn da für Bilder? Kann man die hier so angucken? Sind die von irgendjemanden, Oh, das geht, das lassen sie nicht öffnen. Und ich kann es auch nicht knacken. Warte mal, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel, Leute. Ich hoffe nur, die drehen nicht durch, wenn ich jetzt auf einmal das Ding öffne. Wo ist der Schlüssel? Da. Das Problem ist jetzt, wie soll ich hier durchkommen? Ich muss Basso auch noch rausholen. Gehst du mir noch eindeutig zu viel Licht? Die Tür konnte ich nicht knacken, oder? Nee. So, wie mache ich das? Ich will gerne da links reingehen. Ist abgeschlossen. Ach, da läuft einmal im Kreise. Und der läuft nur hin und her. Ein Lichtschalter. Und eine Krone. Oh, das sind Betten. Und hier haben wir Spinte. Eine Nachricht. I do wonder what's that ill-gotten creature who can run off the sewer's room. Cecily got away with... You should have... Given his head upon my anvil to relinquish him of the sin. Ach, das ist hier so eine Glaubensrede. They take all this stuff way Was? Too. You bought yourself with the Warden's Prize Medallion. Serious. Warte mal. In the stage of Samuel will only be 20 years. My wonder now of the Warden Award, his golden medallion from the elders. Time question would be how and why could a thief break into a heavily guarded prison? Okay, wir müssen also ein Medaillon wiederfinden. Ein Schwert? Oh, ein Leuchtstab. Natürlich. Es sind immer Leuchtstäbe. Was haben wir hier? Noch ein Hammer, ein Heiltrank. Wasserpfeile. Falls ich die überhaupt benötige bei diesem Level hier. Ein Schlüssel. Spare Key. Und noch eine Münze. Und ein Badezimmer. Pennt da jemand auf Klo? Ich höre jemanden schlafen, aber sehen tue ich nicht. Auf jeden Fall ist das alles nicht sehr gut abgedeckt, dämmt das Ganze. Oh! Heiltränke. Na, ist ja logisch. Das ist ja sowas wie ein Medizinschrank. Dass man alle Lichter ausmachen kann, das macht es ein wenig einfach. Oh. Dafür ist es Spare Key.
Wandel der Wehr? So, ich denke mal, hier hinter kommt keiner. Der kommt nur jetzt hier aus dieser Tür raus. Geht's auch noch hin? Do I miss here? Vigilance is our shield that protects us from our squalid past. Knowledge is our weapon with which we can. Scheint nur Novize zu sein oder sowas. Ist ganz schön eng hier hinten. Wo ist der Käse? Diese Bastarde. Die haben nicht mal Käse bei sich. So, was ist jetzt davon wertvoll? Alles. Alles. Noch ein Spare Key. Er hat den Käse bei sich. Mein Lieblingsjahrgang. Boah, ich verstehe ja. Ich kann mich kaum konzentrieren, wenn die alle so quer durch die Gegend quatschen. Okay, was haben wir hier noch? Ah. Boah, ich komme hier nicht durch. So jetzt. Ach, das ist der andere Typ. Es gab noch eine Tür, die wir noch öffnen müssen. Ach, jetzt sind wir hier. In diesen Abschnitten. Alles schön Licht ausmachen. So, jetzt können wir diese Dinger mit den Spare Key öffnen. Brauchen wir nicht knacken. Wo sind wir jetzt? Garrett, I see you aren't planning to stay long in Hammer Hill. Wow, Jennifer will love you for helping me again. Ist das besser? Zelle 3. Eine irgendwie Ironie ist das. Ja, das ist besser. Die Ironie dahinter ist, im Quacklife-Gefängnis war auch in Abschnitt 3 zu finden. Ob es genau Zelle 3 ist, weiß ich nicht mehr genau. So, wie? Oh, toller Sound. So, wie komme ich, wie mache ich das jetzt? Nun sehe ich nichts mehr. Sein Bett ist, kann man anklicken. Wie griff man, es muss irgendwo ein Pult geben oder sowas, womit man die Dinger öffnen kann. Hier ist nämlich immer nur eine Durchreiche. Und irgendwo muss ja eine Art Kontrollraum sein. Gib uns ein Zuhause. Führe uns, wenn wir die Augen für immer schließen, in das ewige. Das ist der Kontrollraum. Mal sehen, welcher Schlüssel da funktioniert. Oder muss ich es knacken? If thou be there, bespeak thyself. Oh. Oh Gott. So, was passiert, wenn ich jetzt alle rauslasse? Dann wird es hier Alarm geben. Also versuchen wir mal Zelle 3 zu erreichen. Alarm. Ist, habe ich einen Alarm oder sowas ausgelöst? Ich mache mal einen Extra-Safe. Dass der sich nicht wundert, dass wir das Ding aufgemacht haben. Wir könnten hier die Leute rauslassen, aber wenn die hier durchrennen, wird der Alarm ausgelöst. Warte mal, Two-Drop. Two-Drop ist in Zelle 2. Also müssen wir Zelle 2 auch noch öffnen. Two-Drop!
Oh. Dear Gloria Creep, my mommy left me here for you. Please take me out of this place with you. I don't like Hammer Hill Prison. I love you, Gloria. P.S. And all your teddy bears and other dolls too. P.S.S.S. Also all of us at TTLG love you too. Sign it to drop. Ah. Also ich finde es immer so lustig, dass das TTLG Forum mit erwähnt wird. So, was haben wir denn hier? Don't leave Dewdrop Dolly behind. Get here out. Take here with you. Das ist immer noch die Instruction. Also den groß, die ich muss ja die Karte finden. Dead Ringer, was? So you don't come up missing. Find a place. A dead ringer in your cell. Dead ringer in your cell? Ich verstehe das immer noch nicht. Aber wir können ja wirklich überall mal reinschauen. Also Dewdrop haben wir und Besso können wir jetzt rausholen. Hallo Besso. Na Besso? Was kann man mit dem Bett machen? Was muss ich da machen? Irgendwas muss ich mit dem Bett machen. Wir können ja nicht einfach durch die Vordertür rausspazieren, das geht nicht. Das ist Zelle 7. Zelle 6. Zelle 5. Ich denke mal, wir können hier überall mal reingehen. Ne, Zelle 4 ist das. 4. 4, 5, 6. Oder haben wir auch noch ein paar... Zelle 7. Schade, dass wir hier nichts über die Leute lesen. Hallo? Was macht die da? Hier ist auch ein Kontrollraum. Also ich würde mich wundern, wenn auf einmal das Licht ausgehen würde. Oh. Ein Sievers Across Room. Access Room. Across Room. Okay, ich brauche einen Schlüssel für das hier. Hallo? Wilt thou comest when he calls? Ich würde Angst kriegen. Hier ist ein Buch. So many of prison come out from this place. This is a shame, the normal pagans have been converted to greater faith. Das ist ein kleines Tagebuch. Was haben wir hier? In all my time is warden here. Warte mal. Ist das nicht? Ach, hier ist was über das goldene Medaillon. Goldene Medaillon. John Warner, my mind rewards. Ought not to be greater than just a golden medallion. It's not 20 some years a great lynch of our devotion to the order. Now it seemed that one should spectre in a prisoner's bay. Why my rewards are now lasting. Truly the builder had planned my work here at Hammer Hill. Is this not true, Foley? Not a last worth speaking of? You shouldest have no respect, thief. Wilt thou go and set all aside, that thou might take up his tool? Ja, die Frage ist, wenn es einer geklaut hat, wo ist der Dieb? Wo ist der? Ich würde jetzt einfach mal probieren, alle rauszulassen. Who is there? Is someone there? Wer ist das hier? Oh, der ist tot. Hey, this place. Also, das ist Paul, der hat das Rattengift geschluckt. Deswegen ist er tot. Tja, für den können wir nichts mehr machen.
Okay. Hier war auch nichts. Und das sieht aus wie ein Dieb. Well now, we've moved me off a stinky cell, but at least I have some peace and quiet down here. I didn't like cell 11 because this blasted generator on the roof keep me awake all night. Why the heck don't the hammers string up lines from the city below? It's only less than a mile, well, I guess it won't be a hassle. What's this? Ah, a morsel of something left on my sill. I wonder what it is. 2 hours later, some of us poisoned me. What? This is a red poison, isn't it? Oh shit. Warum schreibt man das? Und das ist die Karte. Die Treasure Map. Follow a rubble. Das sieht ein bisschen lustig aus. Ich verstehe hier absolut nichts. Das ist doch Windings hier, ne? Naja, wir haben die Karte. Das ist das Wichtigste. Noch irgendwas da drin? Nee. So, der wurde auch von Rattengift getötet. So, warte mal. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Wir brauchen noch das Medaillon als optional. Und wir müssen rausfinden... Was, ein Dead Ringer muss ich in meiner Zelle legen, oder was? Wo ist denn eigentlich meine Zelle? 8? Hey, wo ist unsere Zelle? Hier kommen wir her. Zelle 3 ist besser. Gibt es noch mehr Blöcke? Hier war True Drop. Ich mache alle Dinge auf. So viele Zellen. Achso, L1. Zelle 1 müssen wir noch erreichen. Hallo, Mann. Da wundert sich nicht, dass ich jetzt hier drin bin. Ah, Glückswürfel. Die nehme ich natürlich mit. Nur, wie kommen wir in die anderen Zellenbereiche? Sind die eins drunter oder eins drüber? Oder warte mal, ich muss bei Besso vielleicht was einen Toten hinterlassen. Warte mal. Dead Ringer, da ist er. Aber er sagte in your cell, nicht in Bessos Zelle. Naja, was soll's. Versuchen Sie einfach mal. Nee. Ich muss meine Zelle finden. Die wird wahrscheinlich woanders sein. Das ist Dead Ringer. So. Das sieht mir aber gar nicht ähnlich, Leute. Was ist jetzt passiert? Oh nein, ich habe gespeichert. Die Frage ist, wo ist unsere Zelle? Also ich habe, ja, hier ist ja nur 1 bis 8, wie es scheint. Oh, hallo, nackter Mann. Du siehst, das ist Muskules. Hallo, Muskules. Zelle 8. Da ist die Frau. Hallo, Frau. Wie geht's dir so? Interessiert sie nicht. Okay. Da geht's hoch. Ah. Metallboden. Alles scheint jetzt. Da geht's runter da hinten. Aber wie kommt man da runter? Vielleicht da hinten irgendwo?
Ach ne, da hinten ist Sackgasse, aber. Verdammt, wie kommt man da runter? Okay, wir müssen erstmal auskundschaften. Deswegen sind die auf einmal in Alarm geschlagen. So, jetzt sind wir ja hier hinten, wo wir schon mal am Anfang waren. Hier können wir jetzt die Dinger öffnen. Jedenfalls nicht mit den Dingern. Damit. So, jetzt sind wir auf den Haupttürmen. What moves there? Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Es gibt keinen Lichtschalter dafür? Ich habe doch alle Tower ausgemacht. Hier sind wir eingestiegen, genau. So, jetzt können wir die Dinger ja öffnen. Ah, Sekunde. Kopfhörer wieder richtig reinsetzen. So. Ich weiß nicht, ich bin nicht immer so der größte Freund von Gefängnissen. Warte mal. Hier waren wir noch nicht. Das ist neu. Hallo, Mister. Hier sitzt eine Frau. Oh shit, und der tut jetzt den Alarm auslösen. Nein, das machen wir nicht. Okay, hier sind Wachen. So, wenn ich schnell bin, dann... Oh Gott. Wenn jetzt hier meine Zelle ist, dann wird das jetzt kein Problem. Da ist nur eine Wache. Zelle 15, Zelle 14, hallo Mann. Zelle 13. Hey, das ist Kathi. Hallo Kathi. Bist schon wieder im Knast und lebst. Zelle 12. Mein Gott, hat die ein lautes Organ. Zelle 15, da ist auch schon jemand drin. Zelle 11. Zelle 11. Hier sind wir. Das heißt, wir müssen in Zelle 11 jemanden reinschmeißen. Zelle 17. Zelle 18. Da ist schon wieder ein Muskeles. Es gibt dich mehrfach. Schön, dass die Schlösser hier so leicht aufgehen. Hallo? Da ist der Lichtschalter. I cannot find now what was I saw. Gesundheit. So, Metallboden, vorsichtig. Warte mal, jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich da den Lichtschalter jetzt sehe. Der muss ja hier irgendwo an der Seite sein. Something? Builder, let my hand strike. I see the. Nein, nicht gut. Blessed am I, Builder. 'Tis nothing, 'twas nothing, and now I shall forget it. Hoffentlich waren es nur die Ratten, die ich hörte. So, damit haben wir schon mal die Türme alle dunkel gemacht. So, hier sind wir. Das heißt, wir müssen jetzt runter den Körper holen, zu meiner Zelle gehen. Und dann haben wir diese Sache auch erledigt. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie wir Besso hier rauskriegen. Wir haben keinen Prügel.
nicht mal was in der Art in Prügel. Wir laufen hier auch viel zu viele Leute rum. Das macht mich ein bisschen nervös. La 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 la. So, jetzt wieder hier hoch. Kann ich hier schon laufen? Ja. Seltsam, dass hier genau da Metallboden eingesetzt wurde. Da blockiert die Türe. Vor allem, der sieht mir doch gar nicht ähnlich. Niemand sieht so schön aus wie der Garrett. Oh, da kommt die Wache. So, damit haben wir das auch erledigt. 3500 brauchen wir noch. Das Medaillon müssen wir noch suchen. Und wir müssen Basso ausholen. Warte mal, die Instruction von Genova. Da steht vielleicht drauf, wie wir das machen sollen. Wo ist es denn? Da. You can realize as much I miss you. Blablabla. Ah ne, halt, das war nicht die Anweisung von Genova. Das war zu Genova, die Nachricht. Hier. Okay, as you know, my love is Hammer Hill Prison being felt there across a murder. You know what to do. He proves his own key, ha. Huh? But the hammers will leave found them. Den Schlüssel haben wir, wahrscheinlich. Den großen Grauen da. Make sure he gets them back. Could you also find some different clothing to disgusting him? Clothing. Irgendwelche Klamotten, um ihn zu Also erst sollen wir ihn tarnen und dann sollen wir den Schlüssel ihm geben. Weil das ist er doch, oder? Wir können es ja mal probieren. Wir müssen nur an den Typen jetzt wieder vorbei. Wo läuft denn eigentlich der lang? Der läuft ja mal da hinten rein. Oh, abgeschlossen. Oh, das war laut. Ach so, dann sind wir hier hinten. Wo ist der verdammte Schlüssel? Ja. Kein Lichtschalter? Hat schon wieder mich mitbekommen. Im Namen des Erbauers, was war das? Da haben wir das Licht schon ausgemacht und den haben wir auch komplett ausgeraubt. Ist egal. Wir haben doch auch Rope Arrows. Wir können das auch anders lösen. So, wir gehen zu Basso zurück. Basso? Wobei, ich will mich hier noch ein bisschen umsehen. Da, wo der hier reinläuft, da ist ja Sackgasse, oder? Ja. Na gut, dann... Warte mal, hier habe ich noch einen Weg. Ein Fahrstuhl. Okay. Ach, dann sind wir hier. Dann sind wir hier. Level 2. Hier waren wir noch gar nicht. Und das sind Wachen. Also, jetzt sind wir hier. Mir war so, als sehe ich etwas. Ich würde meinen, dass hier vielleicht irgendwo in den Dings hier, in den Baracken, irgendwelche Klamotten sind. Weil als Samarit zu verkleiden, wäre eigentlich das Schlauste, was man machen könnte. Aber ich habe jetzt hier
keine Klamotten gesehen. Hier sind nur... Oder warte mal, an den Betten vielleicht irgendwo? Hier ist nichts. Das hätte mir wäre mir aufgefallen, wenn hier noch irgendwas zum Picken wäre. Wir haben noch ein Schwerter. Kleiner Mini-Ofen. Das ist nur die... Das war nur... Das war die Bergdings. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Ah, dafür war der Schlüssel. Okay, was haben wir denn jetzt hier? That can't go anywhere pleasant. Sievers Manhole Key und nochmal so ein Cross Key. Damit haben wir das Ding geöffnet. Das sieht aus wie ein Fluchtweg. Achso, damit kann ich das Ding öffnen und schließen. Alter! Also als sehe ich etwas. Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise. Der hat auch einen Schlüssel. Alles scheint jetzt ruhig. Wo sind wir denn hier? Und warum ist ein Hammerit hier unten? Das sieht für mich nicht aus wie ein Fluchtweg. Was suchen wir jetzt hier eigentlich? Vielleicht das Medaillon? Guck mal, das hier sieht sehr nach einem Cracklift aus. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Sieht aus, als wären wir draußen. Oh. Wir sind draußen. Das ist Frontgate. Wäre leichter, Basso rauszutragen, als ihn zu eskortieren. Habt ihr Geld bei euch? Nee. Hammeriten. Hammeritenfrauen. Ist hier was? So eine Dekoration nur. Ich glaube, das ist nur Dekoration. Wir haben ja sogar die Lichter hier hinten ausgemacht. Durch die Dingens hier, durch die Lampen. Das Sicherheitssystem. Uns fehlt noch ein bisschen Loot. Uns fehlt noch 500. Hier kommt man nicht rein. Oder? Nee. Ja, normalerweise. Das ist unser Fluchtweg. Das ist doch unser Fluchtweg. Also für mich wäre es wichtiger, wenn der schon mal raus ist. Dann kann ich nämlich hier in Ruhe nochmal nach dem Loot suchen. Wo ist die Leiter? Ich sehe sie nicht. Ich sehe die Leiter nicht. Ach da. Boah, die ist so gut getarnt. So, das Problem ist, dass nur hier unten welche sind. Was? Malcolm's Mage? Well, I managed to get a key to some safe, but I have what I am sure. A hammer inflicted a blow to my back and neck. No luck in getting to fingers. He was sound asleep or dead. Not sure. A hammer spotted me outside near Finnegan's window. And I won't see a map anywhere. Just my luck. My partner ends up in this place, leaving me cold. I did find a tunnel hidden behind some vines, but I couldn't access it. Hammer busted my shoulder. I gotta get out of here. Oh no, the hammer is coming my way, and my leg is busted. They have beaten me, and it doesn't look like I am going to leave here. If they find me alive,
Well, I am sticking my head under the savage water. Jetzt muss ich hier nur noch brauchbare Informationen finden. Discover more information on Malcolm's relationship with Finnegan. Der hat mich gehört. Jetzt muss ich hier nur noch brauchbare Informationen finden. Da kommt der Blödmann. Ist jemand gekommen? Wachsamkeit ist unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Was haben wir denn hier? Was immer es war, ist es wahr. Ist das vielleicht der Schlüssel? Warte mal. Jetzt hat er einen Namen. Sivus Manhole. Okay. Nee, halt, ich hatte vorhin einen Schlüssel gehabt, der hatte gar keinen Namen. Wo ist der? Hier. Dafür ist der. Und noch einen. Der sieht mich doch definitiv, wenn ich da lang gehe, oder? Wenn ich ins Wasser gehe, wird er mich hören. Aber wir haben wohl keine Wahl. Wir müssen vorsichtig ins Wasser plätschern. So, was ist jetzt hier für so Wichtiges? Ich will mal wissen, was hier ist. Ich habe ihn erstmal schön blockiert, dass er nicht reinkam. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ich kann das Banner zerstören. Okay, was haben wir hier? Noch ein Schlüssel. Wieder derselbe. To my President and Superior Warden General, you will find this report with full access. Hab ich jetzt die Ziele? Das waren die Ziele? Achso, das ist quasi diese Partnerschaft zwischen Finnegan und diesem Malcolm. Konnte man hier discoveren? Aber nur deswegen das zu machen? Ich weiß nicht. Gebt euer Versteckspiel auf, ihr Dieb! Und das Wort schwebte ihm voraus auf einer sanften Brise, die unser Heil versprach. Hier ist nun ein Mann mit dem Gang. Was ist das? Ah, jetzt ist das Licht aus. Und noch ein Büchlein haben wir hier. Sivus Management. Ist hier noch irgendwas? Das ist ein bisschen tröge. Also, wir sind jetzt hier nur reingegangen, um ein Ziel zu erfüllen, was wir vor einer Minute bekommen haben. Wir müssen irgendwie das Licht vorher löschen. Aber wie? Der sieht mich doch, wenn ich hier lang. Tretet hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Und das. Was immer es war, nun ist es fort. Ich habe auch keine. Ich habe nur Seilpfeile, womit ich den weglocken könnte. So, ich kann es jetzt probieren. Ist jemand gekommen? Wachsamkeit ist unser Schild, der. Der Laut ist verklungen. Es war gewiss nichts. Gebt euch zu erkennen, aus welchem Schatten sprang ihr. Bedroht uns. Euer letztes Stündlein schlägt. Das ist doch blöd. Ich muss ihn weglocken. Es geht nicht anders. Das heißt, Rope Arrow. Halt. Wandel der Wehr. Einer Bauer, wo sein Leg. Ach, jetzt auf einmal kommst du in meine Richtung, du kleiner Sack.
gibt euch zu erkennen. Ist da jemand? Halt! Ach, verdammt, jetzt weiß ich auch warum. Weil der Sound, weil ich hier keine richtige Kollision habe. Fuck, und jetzt bin ich runtergefallen. Sehr, sehr geil. Oh, ich liebe es jetzt schon. Das hat er nicht gehört. Du hörst so viel, aber das siehst, das hörst du nicht. Ist jemand gekommen? Hat sich denn diese Kacke ausgedacht hier? Nun sehe ich nichts mehr. Tretet hervor und erklärt euch, so ihr da seid. Wer ist dort hinten? So sprecht denn. Lauf darüber. Es ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Beim Erbauer, so zeigt euch. So, dann habe ich dieses hier auch erledigt. Auch wenn es Quatsch war. So, der wird sich gleich wieder beruhigen. Ich habe einen Seilpfeil verballert. Aber wir haben ja genug. Oh Gott. Sonst war hier wirklich nichts. Das ist so sinnlos. Jetzt musste ich ihn weglocken wegen den Kack. Ach, hier ist auch noch ein Tunnel. Das kann ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Vielleicht hätte man hierher kommen können. Das kann sein. Gucken wir mal, wo mich das jetzt hier lang führt. Irgendein... Ich weiß, wenn es wirklich einen Weg gibt. Es sieht sehr aus, dass man von hier aus kommt. Nicht, dass man von da aus geht. Oh. Ach, natürlich. Wir sind wieder hier. Stimmt, wir waren auf der anderen Seite noch gar nicht unten. Oh, guck mal, wie dunkel es jetzt hier unten ist. Aber hier war ein Geheimgang. Interessant. So, wenn der raus ist, dann gehen wir so schnell wie möglich... Ach, der hat auch noch Loot. Gehen wir so schnell wie möglich da lang. Ah, der hat mich schon wieder mitgekriegt. Ah... Alles ist wie immer. Soll ich nochmal laden? Ich weiß es nicht. Ein Boost-Pfeil. Hier ist ja auch noch was. Habt ihr etwas Verdächtiges bemerkt? Aber wisst ihr was? Wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir gehen hoch und suchen unseren eigenen Weg. Es ist, ja, ne? Kannst du helfen? Blessed am I, Builder, that I must do the work. Wenn jemand fällt, so möge er sprechen. Völlig für den Arsch. Wobei, warte mal. Ich hab eine Idee. Klettern dann hoch. Wo auch immer das war. Uns den Pfeil einfach wieder. Hä? So. Und dann gehen wir gleich da hinten runter. Ne, wir machen es sogar ganz anders. Wir gehen ganz hinten runter.
Ist das Holz? So, viel besser. Hallo? Hui. Oh, das wird laut. Dreht er sich auch mal weg. Guck, guck. Das ist ein Alarmknopf. Das ist der Lichtschalter. Ah, dankeschön. Ich glaube, wir werden hier durch den Taschendiebstahl unser Loot Cap erreichen. Dich habe ich schon. Hallo! Mal sehen, ob ich das schaffe. Bisschen Übung, Beinübung, Beinübung. Oh, das ist der Ausgang. Oh nein, war es laut? Nur Feiglinge verstecken sich hier. Da geht's auch hoch. Und damit haben wir den Loot, das Loot-Ziel erreicht. Jetzt können wir noch hier runter gehen. Wie gesagt, ich habe ja eh schon einen weggelockt. Auch wenn ich das gar nicht hätte machen müssen. Das ist mir jetzt auch bewusst. Aber was soll's. Ist da ein Rabe oder sowas? Oh, ist schon wieder voll alle in Alarm. Also sie sind alle, sobald man einen überhaupt mal ankratzt, sind alle total komisch drauf. So, aber ich speichere am besten. Hä? Warte mal. Habe ich mich schon umgezogen? Ja, ich sehe... Ich sehe anscheinend nicht mehr aus wie Garrett. Aber wenn die mich sehen, werden die mich dann sowieso umnatzen. Waren das zwei Seilpfeile? Ach, hier sind wir jetzt. Okay, mir fehlen aber immer noch die Klamotten für Besso. Oh Gott. You ask it to repair itself. Nay, you tear it down and begin anew. So shall it be with all my children, whether they be stone or flesh. Ach, jetzt stehen die auf. Ach, die standen ja hier vorher, hier vorne hin. Vorne. Die standen hier vorne. Jetzt kommen die anderen auch wieder. Oh. Habe ich gespeichert? Hier oben. Okay, es ist anstrengend. Aber außer das Medaillon und so, haben wir eigentlich alles erledigt. Und natürlich, dass wir besser rausholen müssen. Ansonsten sieht es ja nicht gut aus. So, ich würde sagen, wir schauen uns hier nochmal unten ein bisschen um, weil ich konnte hier in dieser Zelle nicht komplett reingehen. So.
Okay, jetzt machen wir mal alle Dinge auf. Oh. Pessos Kies. Okay, wir haben seine Schlüssel. Aber wir dürfen ihm ja die Schlüssel noch nicht geben. So. Ein bisschen eng das Ganze hier, aber schaffbar. So, jetzt gehen wir mal wieder zur anderen Zellentrakt. Wo Zelle 18 und so ist. Weil da waren noch viele Dinge, wo wir nicht reingehen konnten. Das ist die einzigste, der einzigste Ansatzpunkt, den ich noch habe. Oh, Licht aus, bitte. So. Mittlerweile kenne ich mich jetzt hier wirklich sehr gut aus. Ihr dort drüben, tretet hervor und gebt eure... Nein, lass mich in Ruhe. Ich war das nicht. Das war der böse Mann. In Schwarz. Unser Schild, der uns vor unseren elenden vergangenen Zeiten schützt. Wissen ist unsere Waffe, mit der wir uns den Weg in eine erleuchtete Zukunft bahnen werden. Ist er jetzt vorbei? Er geht jetzt da rein und der andere kommt wieder. Halt, warte mal, wir sind hier falsch. Wir sind hier total am Arsch. Wir sind hier total am Arsch. Da sollten wir nicht lang gehen. Wir müssen jetzt warten, bis der eine wieder nach links hinter uns läuft und der andere wieder in die anderen Räume reingeht. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich bin hier gar nicht richtig. Wir müssen doch in die Dings gehen. In die nächsten Zellen. Da müssen wir dafür hoch. Genau, hier müssen wir hin. So, hier waren wir überall schon drinne, glaube ich. Bei der sitzenden Dame. Hier drüben waren wir noch nicht. 17. Der hat aber auch nichts. Bisschen Loot wäre noch nicht schlecht. Weil Loot haben wir zwar genug, aber noch ein bisschen mehr wäre nicht übel. Und da sitzt... Die Treppe rauf. Hier muss Basso sicher nicht. Was? Hä? Klamotten. Das ist aber... Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum sollen wir die Klamotten eines anderen Insassen nehmen? Damit er entkommen kann. It is so hot in this place. Why, oh why don't these hammers put out the stoves? I can't get enough cold air in this old musty place. Oh well, at last I am supposed to release tonight. I can hardly wait to go out. Ach so! Der wird entlassen, deswegen. My brother will be released next week. So we are planning a fishing trip. I think I shall go to MT Arcus to check out the local streams. Just the fish there. You never know. We may even stumble across a few gold nuggets too. Where did I put my clothes? It's too dark in this place. Cary Grant, der Dritte. Ja. Und jetzt leihen wir uns einfach mal seine Klamotten und, ja, können jetzt Besso seine Klamotten geben und seine Schlüssel, die er benötigt. Das ist natürlich, interessant. Ja, gut, Hamaritenklamotten würden... Aber wir haben Hamaritenklamotten an, weil, guck mal, unseren Arm an. Wir sind jetzt gekleidet wie ein Hamarit. Warum auch immer wir trotzdem gesehen werden können von den Gegnern. So. Besso? Wo war Besso? Wo war denn Besso? Ach, hier drüben war irgendwo. Ja, halt, warte mal. Wo war denn Besso jetzt? Der war doch hier irgendwo. Zelle 3. So, das heißt, erstmal geben wir ihm die Klamotten. Und wir geben ihm dann die Schlüssel. Okay, ich dachte, er zieht sich jetzt direkt um, aber macht er nicht. So, sind denn jetzt die... Aber das mit Mausrad ist, das ist schrecklich. So. Here you go, Basso. Your lucky key ring.
Oh, and I borrowed the disguise from Cary Grant. My lucky key ring. Great, I didn't want to lose one of my prized souvenirs. Okay, I'll put this on and act like I own the place. Like that movie star does. Genevieve spoke some short and sweet words in her letter to me. You better go now. She's waiting for you in her carriage just outside the prison walls. Good luck. Und Besso haut einfach ab. Und wir gehen über die Tunnel, weil eine Sache haben wir noch nicht erledigt und da muss ich auch nochmal wirklich alles absuchen. Wo sind ist das Medaillon? Das haben wir immer noch nicht gefunden. Wir haben im Grunde alles erledigt, außer das Medaillon zu finden und es ist optional. Jetzt kann der Basso einfach hier rumspazieren. So. Oh, er kommt zurück. Oder? Ja, der läuft jetzt einfach durch den Vordereingang. Oh nein, er wird blockiert durch einen anderen Hammerit. Ah, jetzt geht's. Wandelt er wer? Lügner mit gespaltenen Hufen, flüchte vor des Hammers Ruf. Tür und gewiss waren es nur Ratten. Hm? So, wir gehen nochmal hier rein. Weil wir müssen ja eh über das Ding hier fliehen. Da können wir nochmal die gesamten Sievers mal durch die Forsten. Wo ist der? Da ist er. Weil ihr irgendwo muss doch hier das Medaillon sein. Ich habe oben alles abgesucht. Ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Aber hier hinten habe ich noch nicht gesucht. Deswegen suchen wir jetzt einfach mal hinter ihm. Und gehen einfach mal hier überall lang. Vielleicht ist das Medaillon hier verschwunden. Achso, das ist gar nicht so groß hier hinten. Jetzt steht auch das alles hier im Dunkeln. Safe Door Key. Safe Door Key? Den habe ich das letzte Mal den Schlüssel schon gehabt? Ich weiß es nicht. Gab's irgend... Ah, der Safe! Hier ist eine Tür knickt. Jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Wir müssen nochmal hoch. Wir müssen nochmal zu den Zellentrakt. Ich weiß, wo das Medaillon ist. Denn nicht das Medaillon... Das Medaillon ist nicht verschwunden. Es ist zwar weg... Aber es ist im Safe. Bloß der Schlüssel zu dem Safe, der wurde geklaut. Und das war der Komplize von Finnegan. Jetzt habe ich es kapiert. Ah, manchmal dauert es ein bisschen. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Der geht hier rein. Und ich gehe hoch. So, und jetzt gehen wir hier hinten lang. Ich habe alle Zellen geöffnet, einfach mal. Hallo? So, und hier ist der Safe. Ich habe so viele Schlüssel. Und da ist das Medaillon. Juhu, wir haben alles. Jetzt bloß weg hier. Ah, falsche Seite. Wir könnten auch versuchen, über das Vordertürchen abzuhauen, aber ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. So. Der geht jetzt gerade weg. Oder kommt der? Der geht jetzt links rein und der andere geht jetzt wieder durch die Baracken. Nein, ich sah da überhaupt nichts. Krass wäre es natürlich, wenn wir jetzt gerade bei der Flucht auf einmal überall das Licht angehen würde. Das wäre natürlich richtig krass. Da kommt der andere Typi. Ah, Mann. Haben wir so viel Zeit investiert für das Ganze. Dabei war vieles sehr eindeutig. So,
wir gehen jetzt. Wir fliehen jetzt. Die escapen jetzt, finally. Das Escapen selbst war jetzt nicht so schwer. Das Schwierigste war wirklich, dass die Sachen zu erfüllen, die man hier noch in den Gefängnis machen sollte. So, Quick Save. Okay, das hat nicht geklappt. Dann gehe ich einfach so. So long, Hammers. Tschüssi. Und da ist Besso. Und der steckt im Gitter fest. Eigentlich hätte der fliehen müssen. Wow, alles erfüllt. Oh, es gab so viel Loot noch. Und wir haben 16 von 15 Diebstähle gemacht. Taschendiebstähle. Wie geht denn sowas? War das nicht geplant, dass man die Leiche hätte bestehlen können? Also ich habe ja die Leiche am Ende noch bestohlen. Vielleicht hätte dieser Taschendiebstahl gar nicht zählen dürfen. Auf jeden Fall gab es noch so viel Loot und ich habe keine Ahnung, wo das sein sollte. Ich war ja froh, dass ich noch ein bisschen was gefunden habe. Aber wenn es wirklich so viel gab, dann kann man zufrieden sein. Wie gesagt, das Ziel, vom Ziel her 3500 und wir haben leider nicht mal 90% zusammengekratzt. Aber egal, das war Escape von Hammerhill. Von Hammerhill. Und ich finde, es war eine gute, sagen wir mal so eine, ja, es war eine gute Escape-Mission. Ich fand das cool, dass man hier über Licht bedienen konnte, was ich schade fand, dass es halt die Mission ziemlich einfach gemacht hat. Wozu hatte man einen Wasserpfeil? Man musste nie eine Fackel löschen, deswegen verstand ich auch ja nicht, dass man Wasserpfeile überhaupt finden konnte. Und das hätte vielleicht ein bisschen besser hier funktioniert, wenn man jetzt noch ein paar Fackeln gehabt hätte zur Not. So konnte man alles ausstellen und man konnte prima durch dieses Gefängnis latschen. Und es war sehr beengt. Es war ziemlich beengt. Also man hatte hier eine ziemlich... Also man hat gesehen, der Haupteingang war so groß gemacht und alles dekoriert. Das Gefängnis selbst war so dünne, so eng und alles. Und da bevorzuge ich lieber das Cracklift-Gefängnis. Das war wenigstens geräumiger. Und war trotzdem dennoch ein gutes Gefängnis. Hier hatten wir einen einzigen Pult, Kontrollraum gehabt für alle Gefängniszellen. Ich weiß nicht, ob das alles so wirklich schlau gemacht ist. Ich finde, es war ein guter Ansatz, aber leider nicht perfekt. Deswegen nicht so eine hohe Wertung im Gameplay. Auch wenn das mit dem Umziehen ganz cool war und dass man dass ich eine Leiche in meine Zelle verstecken musste, um erstmal obwohl die können identifizieren nicht die Körper irgendwann und sagen sie jetzt, warte mal, das ist nicht Garrett. Weiß ich nicht. Ganz komisch. Ansonsten war die Mission ja ganz okay. Von der Story hatten wir hier ein ziemlich, ziemlich großes. Also es war wirklich mehrere Geschichten in einer. Einmal diese Finnegan-Geschichte und sein Komplize, die im Grunde dafür verantwortlich waren. Die wollten ja, wie gesagt, eben das Medaillon auch stehlen. Hatten aber auch noch andere Ziele gehabt. Dann hatten wir hier Genova und Besso. Und wir hatten so kleinere Geschichten, wie zum Beispiel der Typ, der Rattengift nehmen wollte, um sich das Leben zu nehmen und letztendlich einen anderen mitgetötet hat mit dem Rattengift. Ist cool, dass es solche kleinen Side-Stories gibt, also so Nebengeschichten. Das war schon cool. Wie gesagt, was will man groß in einer Gefängnismission erzählen? Ansonsten mir hat die Story wirklich gut gefallen. Ich fand eigentlich, die Story hat mich ein bisschen mehr in das Ganze reingebracht als die Hauptziele. Und dann haben wir noch die Atmosphäre. Und die Atmosphäre, da habe ich es ja schon in dem Gameplay erzählt, es war ziemlich beengt, das Ganze. Natürlich sah das alles schick aus und auch es war schön, dass man hier so Stromkästen hatte. Das war mal was Neues, das habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das gibt's in Rebellion of the Builder, glaube ich, gab's die wieder, diese Elektrokasten. Ich fand's aber, wie gesagt, alles ziemlich zusammengequetscht und so richtig Feeling hatte ich nicht gehabt. Also für mich war das alles, für mich war es eine Short-Mission. Also es war, auch wenn ich jetzt hier lange gebraucht habe für die Mission, es war schon ziemlich short. Man hätte das Level ein bisschen weiter ausdehnen können. Und es gab auch keinen Grund, es so kurz zu machen, von daher. Also man hätte hier wirklich das, vielleicht hat es sich verschätzt, man hätte das Gefängnis viel, viel größer machen können. Was, wie gesagt, es ist Hammerhill. Und Hammerhill Prison ist halt
ein großes Gefängnis. Da sollte man nicht so knausrig sein und da wirklich viel rein investieren. Hat mir leider auch nicht so sehr zugesagt. Ist das schade eigentlich? Dabei hat dieses Spiel, also diese Mission, eine sehr gute Wertung gehabt. Mir hingegen war sie relativ durchschnittlich. Nicht unbedingt eine super Mission. Ja, das war Escape from Hamill's Prison. Und wir sehen uns in einer anderen Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.